Hallo Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute ist Blutmondnacht und ich finde in der letzten Folge, wir mussten viel reparieren, aber ich finde wir haben auch noch tatsächlich schönes kleines Upgrade hinbekommen hier für unsere Security Base. Wir haben Strom gesetzt und ich hoffe mal, dass das soweit auch funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil allzu viel Stromstränge sind das jetzt ja noch nicht. 3 Stück. Aber mehr war jetzt zeitlich nicht drin. Naja, ich bin auf jeden Fall schon equipped und vorbereitet. Also, es kann gleich losgehen. Und es sind auch nur noch 20 Minuten. Ich packe mir mal meinen Block hier wieder hin, falls ich den brauche. Was habe ich mir eingepackt? Essen, Trinken, Vitamine hauen wir uns jetzt mal kurz. Nein, nee, kein Rezept. Sollst du benutzen. Einfach benutzen. So, und was habe ich noch geholt von oben? Schrotflintenmunition. Denn wir haben da ja mal was gebaut, ne? Aha. Hatte ich schon ganz vergessen. So, alles einmal durchladen. Das habe ich noch nicht gemacht. So, das ist 7, 6, 5. Da ist kein Platz mehr drin. Die ist nicht voll. Jetzt ist sie voll. Und ich habe auch einmal alles repariert soweit, damit ich hier nicht in die Bredouille komme. So, 5 Minuten, wir schalten mal an. Ich bin ready, ihr könnt kommen. Ah ja, und ich habe hier noch eine Holzklappe reingesetzt. Die ist noch gar nicht gepimpt. Nicht, dass da Geier durchkommen. So. Freunde, wo seid ihr? Von wo kommt ihr? Ich freue mich auf euch. Ich habe Angst. Oh Gott, ich höre Hunde. Deswegen habe ich den da unten gesetzt. Für die Fiffis. Oh, ja gut. Das interessiert die Fiffis aber nicht. Ha! Schick siehst du aus. Fiffi, Fiffi, lass das. Kommt schon. Ach, hier. Die ersten Spideys. Oh, da wird's schon grün. Da wird's schon grün. So, ich guck mal, ob ich ohne HUD klarkomme hier. Sieht ja ein bisschen schöner aus für euch, ne? Mann, hier ist was los. Grün, blau. Und alle Farben haben wir am Start. Ja, die Hunde rennen da einfach so durch. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das mit den Zombies funktioniert gerade 1A. Einwandfrei. Da kann man sich nicht beschweren. So, dann kann man auch viel einfacher zielen. Das finde ich gut. Hätten wir viel früher machen sollen. Aber der Spidey springt da immer einfach drüber, ne? Oh, du bist hier direkt in die zweite Ebene gerannt. Hahaha. So, was macht ihr da unten? Lasst ihr das bitte. Das kostet alles nur wieder Beton, den ich nicht habe. Oh, 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 au! Oh, oh, das war ein Volltreffer. Den interessiert es gar nicht, dass ich ihn treffe. Also über mir scheint auch der Bär los zu sein. Ich hatte ursprünglich gesagt, dass ich auch ein bisschen mehr mit der... Oh. Sollte das HUD nicht zu lange auslassen, sonst sehe ich nicht, wie es mir geht. So. Achso, jetzt probieren wir mal dich aus. Ist nur Stufe 1, aber... Oh, ich muss nachladen. Das ging schnell. Na, du willst spucken, das sehe ich. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir hier nicht meinen Beton wegschieße. Vielleicht mal im Auge behalten. Hoppala. Au. So, wie geht's uns denn? Ja, doch, uns geht's super. Alles gut.
Das ist böse. Ja, hast du gedacht, dass du an mich rankommst? Bist du aber nicht. Die sind richtig böse. Oh, der war fies. So, was haben wir noch im Petto? Die haben wir auch noch im Petto. Da war wieder ein Piffy, der ist aber auch schon wieder weg. Also bis jetzt funktioniert das ziemlich gut. Ah, ihr fangt jetzt schon an, von da hinten zu spucken. Ja, die haben schlechte Laune. Ich kann das nachvollziehen, muss ich sagen. So, die Hunde sind nervig. Piffys, ihr seid... Da ist schon wieder einer. Mensch, was ihr alle leuchtet. Ihr seht fantastisch aus, Leute. Ihr seht fantastisch aus. Boom, der ist drüber gesprungen. Wäre ich an eurer Stelle, ich hätte genauso schlechte Laune. Oh, wie bist du denn durchgekommen, mein Freund? Du musst besser zielen, ne? So, jetzt ist gut hier. Sitz. Machst du Sitz. Eins, zwei. Hier die Drillinge. Wie hießen die noch? Es gab doch früher diese Drillinge mit ihren Hunden. Wie hießen die denn noch? Die sahen so lustig aus. Die hatten so blonde Perücken alle. Hat meine Oma immer geguckt. Na, kommt. Jawohl. Immer her. Und kommt her, meine Freunde. Jawohl. Herzlich willkommen. Da sehe ich wieder einen Hund. Oh, den hat es diesmal auch erwischt. Ja, beruhig dich, beruhig dich. So, komme ich da ran? Ich habe mir eine Schürfwunde zugezogen. Ah, hier. Die. Nee, durchkommen ist nicht. Das könnt ihr knicken. Da muss ich ja einmal zu härteren Bandagen greifen. Da hole ich die AK raus, Freunde. So, 132 habe ich noch. Was mir gerade auffällt, und das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, ich habe nichts, um mich zu heilen. Das, das habe ich irgendwie vergessen. Ich sollte jetzt also sehr gut auf meine Gesundheit achtgeben. Hatte ich das Problem nicht beim letzten Mal auch? War immer schön hier an der Säule lang. Und mich nicht mehr treffen lassen. Ärgerlich. Warum habe ich mir denn keine Verbände angepackt? Oh ja, mit der 762 kann ich rumasen. Kommt erstmal ran, genau. Und dann lohnt sich das auch. Ja, ich komme noch zu euch nach oben. Aber ich mache nicht den gleichen Fehler wie in der letzten Nacht. Ihr erinnert euch, ich stand plötzlich unten. Die haben mich einfach runtergeschubst. Oh! Ja, vor euch muss ich mich in Acht nehmen.
Wow, es geht ab hier. Mist, ich muss nachladen. Ungünstige Situation. Ah, da ist so ein bisschen angeditscht. So. Safety first. Und weiter geht's. Hallo, kein Stau. Die verursachen hier Stau. Nee, funktioniert ganz gut, würde ich mal meinen. Hübsch. Gut seht ihr aus, Leute. Gut seht ihr aus. Gefällt mir. Ja, da wollte sie ganz tricky rüberhüpfen. Aber ist genau in die zweite Line gesprungen. Die zweite Defense Line. Ja, es ist ausgeklügelt hier. Absolut ausgeklügelt. Ich hau mich nicht mehr so richtig mit meiner Pike daran, weil ich Angst habe, dass ich doch einen abbekomme. Er mögt er nicht, ne? Kommt gar nicht mehr los hier. Die habe ich ja auch noch. Was haben wir noch? Wir haben auch noch die zur Auswahl. Oh oh. Wie kann ich das reparieren? Kann ich nicht. Das ist jetzt aber nicht so schön. Da ist zu viel Spannung drauf oder wie. Die brauche ich noch. So, ihr müsst dann mal kurz weg, genau. Halleluja! Was brauche ich denn zum Reparieren der Elektroleitung? Das weiß ich gerade nicht. Schon arge Mitleidenschaft gezogen hier. Und da hinten, das sieht nicht gut aus. Da muss ich mal eben ganz vorsichtig ran. So. Weil da schieße ich die ganze Zeit hin. Und mach mir selber meine Base kaputt. Da ist sie genau im falschen Moment abgesprungen. Oh, die ist kaputt. So, einmal reparieren bitte. Ja, fantastisch. So, so stelle ich mir das vor. Dann reparieren wir die auch gleich. Und munitionstechnisch sieht das doch noch 1A aus hier. Oh, ich habe Hunger. Leute, stopp, ich muss mal kurz was essen, ja? Lunchtime. Ist auch gut für die Gesundheit. Zwischendurch einen kleinen Snack. Was läuft mit der Pistole hier? Nicht gut. Also der da hinten, der hat keinen Bock mehr. Der hängt auch so komisch durch. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erweiterung, würde ich meinen. So, wir haben 2:30. Jetzt bin ich ganz gut davon gekommen.
ohne dass ich Bandagen brauchte. Mal sehen, ob das so bleibt. Also abgesehen davon, dass ich halt gar keine habe, ne? Nee, da stelle ich mich jetzt nicht mehr hin. Nachher werde ich doch noch angespuckt. Und lustig wird das noch, wenn ich aufs Dach gehe, so wie sich das anhört. Die sind ja gleich alle noch da. Mach das da nicht wieder kaputt. Das habe ich heute erst repariert. Lass das. Hallo? Ist ja richtig was los da unten. Oh, das war knapp, würde ich meinen. Halt doch mal still, bitte. Danke. So, dann werde ich auch mal ein bisschen von der 9 mm los hier. Lasst es Rucksäcke regnen. Na, sag mal. Einfach drunter durchgesneakt so hier im... Wie heißt das nicht? Nicht Lambada? Wie hieß das, wo man unter der Stange durch muss? Wer weiß es? Kommentar. Das nimmt ja kein Ende hier. Nein, 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 böse. Aber ich glaube, das Feuer mit den Cops und Spideys und so, das ist hier längst verschossen. Hier kommen irgendwie nur noch die Standard-Charakter an. Ah, oh, da kommt mal wieder ein Soldier. Okay, ich habe nichts gesehen. Wobei grün leuchten tun hier mittlerweile auch die wenigsten. Ja, du bist der, der da immer wieder runterfällt. Das... Biu, 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 biu. Reicht mir eure Rucksäcke. Bist du jetzt mal down? Wir haben bestimmt da unten wieder die ganzen Säulen kaputt gemacht. So, jetzt hängen beide hier durch. Ja, da funktioniert auch nur noch die zweite Line wirklich. Aber gut, dass wir diese Sicherheitslinie installiert haben. Also kommt mir mehr vor als in der letzten Nacht, auf jeden Fall. So, eure Zeit ist um. So, Nachtzügler. So, wer möchte noch? Da unten haben wir noch einen Kandidaten. Da haben wir noch... Nächste bitte. So, da muss noch irgendwo... Da seid ihr. Was macht ihr denn da? Kommt doch mal hoch. Ich sehe dich so nicht. Ihr wollt, dass ich runterkomme, ha? Huh? Haben wir es? Ja? Haben wir es? So, die Säule... Ich glaube, sie haben mir nichts rausgehauen dieses Mal.
ist noch eine Krankenschwester mit einem Rucksack. Und jetzt wird's lustig. Dann machen wir mal. Achso, F7. Machen wir mal. Au! Ich wurde getroffen. Habt ihr das denn hinbekommen? Schnell raus und. Eins. Ja, noch können die in meine Wohnung fliegen. Ist natürlich nicht so cool. Halt! Still! Hab dich! Och, das schöne Holz hier. Mann, Mann, Mann. So, das müssen wir natürlich alles wieder hier herrichten. Das machen wir jetzt schon mal eben. So, und dann gehen wir mal einsammeln. So, hier packe ich mir mal die Munition rein. Und die packen wir schon mal raus, damit wir Platz haben. Dann brauchen wir den, lassen wir schon mal drin. Da kommen unsere Werkzeuge, kommen da unten hin. Dann habe ich auch mehr Platz im Inventar. Hallo, mein Geierfreund. Nehmen wir den auseinander? Ja, machen wir. Gib mir die mal mit. Ich bin durstig, da habe ich jetzt keine Zeit für, sorry. Liegen hier noch irgendwo welche? Nope. Hier ist einer. Auch wenn die nicht viel bringen, aber so ein bisschen was von diesem rotten Oh, da ist er weg. Von dem verrotteten Fleisch ist natürlich praktisch, weil wir wollen ja einen Garten machen, ne? So, nein, das sind nur gelbe Rucksäcke. Wo sind die blauen? Ist nicht in Ordnung. Aber diesmal sehr komprimiert. Beim letzten Mal waren auch viele vorne an der Treppe. Hallo? Boah, das sind weniger. Das waren weit weniger Rucksäcke. Das ist eine Frechheit. Ah, hier ist noch einer. Ist trotzdem eine Frechheit. Ich habe mehr erwartet. Das muss ich ganz klar sagen. Oh, da ist ein Buch bei. Was haben wir denn da? Rezept Shepherd Pie. Okay. Sehr gut. Lesen. Ansonsten ein bisschen Blei. Ein bisschen Messing. Ein bisschen Munition. Eine Schatzkarte. Raphaels Schatzkarte. Kann ich lesen? Kenne ich auch schon, oder wie? Ah, muss ich erst den Schatz finden. Okay, die heben wir auf. Ein bisschen Dosenfutter. Tja. Da habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben und sagen, ne? Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Nun gut. Drop. Warum haben die Schnee in der Tasche? Ja, aber das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Oder? Wie ist das denn mit dem Schaden hier vorne? Das. Ich würde behaupten. Habe jetzt ja keinen Beton mitgenommen. Aber ich würde behaupten, das hält sich bis auf die Säule hier ziemlich in Grenzen. Ja, den habe ich versehentlich da oben vor der Nacht aufgewertet. Oh, da sollte ich nicht reinlaufen. Sonst kriege ich einen Stromschlag. Jetzt muss ich mal rausfinden, wie ich die elektrische Bauteile und Eisen. Alles klar, okay. Gut. Das muss ich dann für die nächste Runde mitnehmen. Und hier unten ein bisschen einlagern. Dann machen wir den mal aus. Und dafür brauchen wir auch noch mechanische Bauteile. Ausschalten. Ja, also benzintechnisch überhaupt kein Problem bisher, weil wir haben ja noch nicht viel da dran gehängt. Also alles tutti. Gut, dann ich gehe mal ausladen, würde ich sagen, und zurückbringen. Hier war doch noch
Bisschen was drin. Was stackt denn? Alles, was stackt, schon mal mit. Lass ich das gleich unten? Ja, ich lasse mir eine Runde unten. Das elektrische, das Drahtwerkzeug lasse ich auch unten. Oben habe ich ja noch eins. Und ein Kanister Benzin bleibt auch hier. Und der Rest, den schnappe ich mir wieder. So war ich, glaube ich, immer unterwegs, ne? Und alles, was da drüber ist, hole ich dann ab. Und lager es ein. Sehr schön. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich hoffe, die Nacht hat euch gefallen. Mit viel Blitzen und viel Donnern geht die Nacht zu Ende. Wir werfen mal von hier noch einen kleinen Blick auf unsere Base. Vielleicht mal mit freien Händen, was gerade nicht geht. Das heißt, wir lassen die hier fallen. So. Ha, herrlich. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und wenn ihr ein Abo da lasst, freue ich mich noch umso mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir uns überlegen, wie bauen wir weiter? Die Auffahrt muss gebaut werden. Und natürlich, wir müssen am Garten bauen. Wir brauchen Rohstoffe. Also es ist viel zu tun. Ihr seht schon. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.